Ja, sehr was die Mauern angeht, echte Burm. Ja, ich bin da wieder am Scouten. Neues Gebiet einmal wieder anschauen. Gibt es wahrscheinlich sehr viel Wildschweinl, was ihr gesehen habt. Sicher einiges los, es hat jetzt 3 Tage geregnet. Es ist alles waschelnos. Das ist perfekt, weil ich möchte gerne heute einmal wieder meinen Solo-Stoff anwerfen. Den habe ich heute mit. Also zusätzlich zum Pico-Grill, aber den Solo-Stoff will ich anwerfen. Und ja, gibt heute nicht viel. Es gibt nur eine kleine Scouting-Tour, wie wir die Gegend da ein bisschen anschauen. Und ein Käfchen ist klar. Und sonst wird heute nicht viel los sein. Also, gehen wir mal. Ja, leider werden wir jetzt auch wieder viel Flieger unterwegs. Ja, Feiertag. Klar, dann machen sie es alle gemütlich. Man darf ja fast wieder alles. Ja, da bin ich nicht da rum. Da ist kürzlich wer vorbeigekommen. Ja, bis dato bin ich von dem Gebiet sehr begeistert. Gefällt mir. Echt super. Ja, nicht immer nur Dschungel, sondern da ist auch ein bisschen offene Fläche. Gefällt mir auch ganz gut. Leider von der Straße hört man da einiges her. Besonders die Motorhauen, aber ja, was so ist. Ja, da ist wirklich alles waschelnass. Wahnsinn. Na, perfekt. Aber echt idyllisch. Gefällt mir sehr gut. So, aber ich glaube, jetzt wird es Zeit, dass ich mir einen Warplatzl suche, dass ich einen Kaffee mache. Möchte mir heute einmal mein Bankhut-Tab aufspannen, das Wild-Weitwut. Ja, ihr wisst es eh selber am besten, wie das ist. Man rennt um und um, sucht einen Platzl und findet nicht das Richtige. Naja, wäre das so. Ja, ich glaube, da ist jetzt nicht so schlecht. Ich glaube, viel was Besseres werde ich da nicht mehr finden. Ja, Freunde, da ist jetzt da mein Tab aufgespannt. Haben wir alles einmal hergerichtet. Da rund ist jetzt mein Solo-Stofferl. Mein Thermacell ist dabei, weil die Viecher sind lästig. Hab da jetzt umgespannt auf den Baum. Und da sind jetzt neue Schnirren im Einsatz. Ich habe mir jetzt diese Dynamo-Schnur gereist. Und die ist gar nicht so schlecht. Ja, für seitliche Anspanner habe ich so einen 2 mm Dynamo und für die Ridgeline habe ich so einen 4 mm Dynamo genommen. Ja, ich habe mal alles hergekriegt. Mein Tab steht, habe ich eh schon gesagt, mein T-Shirt ist da. Mein Solo-Stoff ist da. Ich habe ein bisschen ein kleines Holz schon. Da habe ich mir jetzt schon ein bisschen hergekriegt. Birkenrinden. Schauen wir mal, dass wir die zum Brenner bringen. Und dann gehen wir's los. Ja, angenehm ist da herinnen. Gefällt mir auch recht gut die Gegend. Wo ich da irgendwie ein bisschen parallel zur Straße bin. Aber im Endeffekt ist es nicht so schlimm, was man da hört. Ein bisschen ein bisschen Zucker, ein bisschen an Leffe und das war's. Ja, mein Thermacell leistet wieder perfekte Dienste. Also, weil ich da ein bisschen weiter weg schaue, wie viele Viecher da sind. Und bei mir ist wirklich gar nichts. Ein bisschen feucht machen das Ganze.
hier ist schon gar nicht mehr, der ist ja schon fertig, aber haben wir das Batzel rein. Siehst du, das ist ja nicht einmal eine Handvoll gewesen, was ich da verwendet habe. Und der Solosoft brennt so schön. Perfekte Flammen. Kein Rauchen, nix. Ja, Freunde, ihr wisst, was kommt. Mein allerbester Gruß gilt natürlich wieder meinen Krankensessel und an den Rest der Welt. Prost! Ja, Haschisch, Haschisch! Ja, Freunde, ich kann euch nur sagen, so ein Waldbad ist ein Gedicht. Ein Gedicht. Das Tab hätte ich heute gar nicht gebraucht, aber ich habe es extra aufgebaut, dass man es ein bisschen von weiter weg filmt und fotografiert, wie das ausschaut. Gut, da ist relativ viel Holz Hintergrund gewesen, da verschwindet es nicht so, aber ja, für mich reicht es vollkommen. Ja, jetzt sehe ich einmal mein Mikrofon aus der Nähe, sieht man eigentlich nur mein Buschel. Ui, ich glaube, ich sollte mich mal wieder rasieren. Ah ja, das Leben in der Natur ist hart. Ja, ich kann nur sagen, das war eigentlich einmal wieder schön. Ich war jetzt ja schon länger nicht draußen. Weil es wieder nicht passt hat, dann habe ich daheim noch einiges gemacht. Aber heute hat es wieder mal geheißen. Aus geht's. Es ist auch ganz schön warm. Schätzung, was haben wir? 23 Grad. 16 Uhr kommt die Sonne, einmal ist weg. Naja, ist egal. Wenn die hier raus war, war es wahrscheinlich jetzt aus. Dadurch, dass da im Wald relativ feucht ist, da dampft es auch ganz schön. Also, so, wenn wir einen Lackerl noch austrinken. Quasi auch die Lackerl. Ein Schluckel Wasser habe ich noch. Muss ich mir in nächster Zeit auch mehr mitnehmen. Ah gut, der war jetzt nicht ganz voll, es war ein bisschen über einen halben Liter, schätze ich. Ja, ich jetzt trinken wir es aus. Was weg ist, ist weg. Ja, brauche ich nicht einmal Rücken dran, sondern da drin. Ah, das ist eh schon aus. Schon einmal kalte Aschen. Alles kalt. Schön langsam. So. Oder aufwickeln. Ja, Freunde, das ist doch heute nur Zahnrampe der Erden. Da kann ich eigentlich gar nicht viel tun, weil kein Laub oder was da ist. Ja, ich denke einmal, das werden wir heute so lassen. Das restliche Grüne stellt sich sicher wieder auf in ein paar Wochen. Und somit, glaube ich, passt es so auch. Also, gehen wir. Ja, da geht es jetzt wieder retour. Auto. Schieß da. Gefällt mir urgut. Jo, Freunde. 250, 300 Meter noch. Ich sehe da schon der Wald aus. Dann bin ich draußen auf der Straße. Und bevor der ganze Autolärm anfängt, verabschiede ich mich gleich von da von euch.
Ich sage immer danke fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Gesund bleiben und Servus die Malen und pfiat euch, die Burm.